Frisur und Designermantel sitzen. Elna Margret zu Bentheim-Steinfurt geht zur Arbeit. Im Berliner Modeatelier ist die Prinzessin ganz Geschäftsfrau. 500 Kilometer weiter auf dem ältesten Wasserschloss Westfalens ist Elna ebenfalls gefragt, als Mutter und Repräsentantin. Seit gut einem Jahr pendelt sie zwischen den beiden Welten hin und her. Ob und wie das zu schaffen ist, das erfahren wir heute von ihr persönlich. Vor 6 Jahren kam Elna auf Schloss Steinfurt bei Münster. Hier lebt sie mit Ehemann, Erbprinz Karl Ferdinand, ihrem Sohn Jonathan, Schwiegereltern, Tante und etwa 10 Angestellten. Mein Mann und ich sitzen gerade beim Frühstück. Ah, ist ja auch da, da freue ich mich. Ja. Hallo. Guten Tag. Da freue ich mich aber, dass Sie heute auch dabei sind. Denn ich habe gehört, so ein bisschen scheuen Sie die Öffentlichkeit. Ist das richtig? Ja, ich bin gerne dabei, wenn Sie herkommen. Aber grundsätzlich ist das mehr das Metier meiner Frau. Elna hat in das Adelshaus der Bentheim-Steinfurts eingeheiratet und ist nun eine Erbprinzessin. Sie ist 34 Jahre alt und hat einen Sohn. Sie arbeitet als Marketing-Expertin für ein Modelabel. Ihr Motto: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Doch der Traum macht praktische Probleme. Die neue Adelsverwandtschaft mit mehr als 70 Leuten war eine große Herausforderung. Wie war das denn für Sie, als Sie das erste Mal dann auf die Familie gestoßen sind? Also ich denke mal, Sie haben... Überfordernd. Ja. Man kann sich dann am Anfang die ganzen Namen nicht merken. Also ja, dann, ich glaube, ich... Dass du lieb aufgenommen wurdest. Das ist doch ein super Satz hier. Okay. Ja. Also ich wurde sehr lieb aufgenommen, aber es waren natürlich auch viele Menschen und man musste dann am Anfang echt... Also ich musste mir die ganzen Namen einfach einprägen und der wohnt da und der hat dies und dann haben die ja noch alle ihre Spitznamen und das war am Anfang... Schon eine Menge. Ja, eigentlich ganz lustig. Ja. Ja. Zufrieden oder soll ich es nochmal machen? Super. Die schlagfertige Prinzessin wurde als bürgerliche Elna Margret Rinn geboren, im hessischen Gießen. Ihren Ehemann lernte sie bei einem Oldtimer-Treffen kennen, ohne zu wissen, dass es sich um den Erbprinzen aus Bentheim handelte, Besitzer von Schloss und Burg, Herr über Wälder und Ländereien. Der gab sich geheimnisvoll. Weil er so komisch rumgedruckst hat. Es war ein komisches Thema, wo er wohnt. Wir gingen dann essen und wir haben mal irgendwie drüber gesprochen, wie wir denn so wohnen. Und du hast irgendwie rumgedruckst. Und das fand ich komisch. Und dann kam das alles peu à peu ans Licht. 2,5 Jahre später wurde aus dem bürgerlichen Mädchen eine Prinzessin. Wie im Märchen fuhr sie 2007 in der Hochzeitskutsche durch die Grafschaft Bentheim im Münsterland. Wie haben Sie das erlebt, wie die Bevölkerung Ihre Frau aufgefangen hat? Da waren die Straßen hier voll und wir haben eine ganz große Anteilnahme von der Bevölkerung hier widerfahren. Also ich glaube, Sie waren am Anfang natürlich interessiert, wer ist denn die? Wer ist denn diese neue Prinzessin und wer bekommt den Erbprinzen? So, das ist schon klar, es hat auf jeden Fall von Interesse gewesen. Aber Sie sind sehr offen mit mir umgegangen. Sie war 28 und aus heutiger Sicht ziemlich unbedarft, findet sie. Plötzlich Prinzessin, gar nicht so leicht. Mein ganzes Leben hat sich geändert. Ich habe vorher ein ganz anderes Umfeld gehabt. Ich habe in der Stadt gelebt, ich habe gearbeitet. Ich habe habe meine Studentenzeit in Köln genossen. Und mit dem Einzug hierher kam natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit auch rein. Man musste vieles erst lernen. Ich bin ja nicht adelig geboren worden. Ich musste die Regeln des Adels musste auch ich erst lernen. Es fängt an bei den Prädikaten im Adel, also dass man zum Beispiel bei Gräfin was anderes schreibt als bei Prinzessin, dass man gutes Placement setzen kann, wenn man ein gesetztes Essen hat, Tischmanier natürlich. Aber sie bringt auch frischen Wind in die jahrhundertealten Schlossmauern. Mit Hightech-Küche und modernen Möbeln passt sie die herrschaftlichen Räume den Bedürfnissen ihrer jungen Familie an. Ich glaube, das ist auch völlig normal. Wir sind hier zusammen eingezogen und will man natürlich seine Handschrift da so ein bisschen reinkriegen. Aber dieser Saal ist jetzt der einzige, den ich nicht berührt habe. Das hat mein Mann schon vor meinem Einzug hier so eingerichtet und das fand ich auch sehr schön. Auf Dauer ist Elna das Leben im beschaulichen Steinfurt nicht genug. Als Erbprinzessin bei offiziellen Anlässen neben ihrem Mann repräsentieren, für sie ein Nebenjob. Sie will sich auch beruflich ausleben.
Seit Mai 2011 ist Elna Margret Erbprinzessin zu Bentheim-Steinfurt, Geschäftsführerin des Berliner Modelabels Unrat und Strano. Wie ihre Arbeit dort genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Als Elna mit der finanziellen Unterstützung ihres Mannes vor anderthalb Jahren in das Modelabel investierte, stand es vor der Pleite. Inzwischen erlebt es einen neuen Aufschwung. Die Entwürfe des Designer-Duos sind wieder gefragt. Wie geht's dir? Ja, ein bisschen erkältet, aber soweit ganz gut. Was ist denn Ivan? Ivan! Hallo, wieder da. Alles gut? Ja. Der Einstieg der geschäftstüchtigen Prinzessin hat sich bemerkbar gemacht. Auf der Berliner Fashion Week werden die Entwürfe gefeiert. Die Umsatzkurve steigt wieder. Sie trägt die Kleider ja sehr viel und durch den Stand in der Gesellschaft, den sie hat, durch das Fürstenhaus, hat sie natürlich auch die dementsprechenden Anlässe. Ich bekomme von ihr das Feedback, wie Leute auf sie reagieren. Und ich glaube, das ist auch im Unterbewusstsein für uns eigentlich sehr schön und sehr wichtig, weil dann wissen wir auch genau, okay, die hat eine tolle Präsenz gehabt in dem und dem Event. Oder viele Leute haben gesagt, toll. Oder viele Frauen fragen sie auch, wo haben sie das her? Doch Elna ist nicht nur die Vorzeigefrau des Labels, sondern vor allem studierte Marketing-Expertin. Sie kümmert sich um Kontoführung, Vertrieb, Promi-Akquise und darum, dass das Label mit vielen Veranstaltungen präsent ist. Sogar über die Häppchen diskutiert sie mit. Wir wollen ja kalte Etageren auf den Tischen haben und warmes Flying-Buffet. Imke, das Angebot so rausschicken. Es wird die eh umhauen. Wenn Elna die Woche über in Berlin arbeitet, wohnt sie in ihrem zweiten Zuhause. Ein bunter Mädchentraum auf 130 Quadratmetern. Die 34-Jährige schafft ihre beiden Welten spielend. Großstadttrubel und Schlossleben. Ihren Job aber muss die ganze Familie mittragen. Elna gibt zu, für die Partnerschaft ist das nicht ohne. Ich brauchte es wirklich mal alleine zu sein. Das war aber auch schon von Anfang an so in unserer Beziehung. Also mein Mann kennt das schon. Also es war schon am Anfang eine starke Probe, aber wir sind jetzt über den Berg und merken jetzt, dass es auch eine tolle Bereicherung ist. Weil er sagt, besser du bist einen Tag alleine und bist dann wieder happy und gut gelaunt, als wenn dir irgendwann die Decke auf den Kopf fällt. Die Modeprinzessin von Berlin kommt natürlich auch bei der Presse gut an. Aber das nicht immer so, wie man es zu Hause auf Schloss Bentheim gerne sieht. Schlagzeilen wie Mein Schloss, mein Prinz, mein Märchen oder Ich hatte nichts anzuziehen, deshalb habe ich mir ein Modelabel gekauft, prägen ein Klischeebild von Elna, wie es vor allem ihrem Mann Karl Ferdinand gar nicht gefällt. Ich habe immer ein Problem damit, wenn die Presse nur dieses Prinzessinnenbild sehen möchte und abdruckt. Ich glaube, dass wir durch unser Tun hier durchaus uns als modernes Ehepaar, als moderne Unternehmer engagieren. Und so wollen wir natürlich auch gerne gesehen werden und nicht immer nur auf Schloss und Krönchen reduziert werden. Gab es bei Ihnen auch schon mal so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, so, jetzt reicht's mir, lass das doch einfach alles? Man sitzt da und sagt, ich mache jetzt überhaupt keine Pressearbeit mehr. So, bums, mach kein Interview mehr, weil es hat ja gar keinen Sinn. Dann kommt das bei raus, wieder nur Prinzessin auf der Erbse, die irgendwie jetzt langweilig war und die irgendwie zu viel Geld hatte. Und das ist es dann. Und da war ich natürlich auch irgendwie konsterniert und habe gesagt, was das war's. Aber das hält dann nicht lange. Man lernt allerdings, sag ich mal, zweimal hinzugucken. Und noch etwas lässt die selbstbewusste Elna weitermachen. Der Erfolg. Heute kommt Ex-Eislaufstar Katharina Witt zur Anprobe ins Berliner Geschäft. Die 47-Jährige kommt gerne her. Ihr wird ein Galakleid auf den Leib geschneidert. Die Partysaison steht an. Man versucht ja so, das, was ganz gut ist, hervorzubringen und das, was man ein bisschen verstecken möchte, dass das ganz gut verpackt ist. Also es passt mir dann doch leider nichts von der Stange. Sag mal, Klaus, wo bist denn du gerade? An deinem Hintern. Nee, das ist, ich mag das da noch enger machen. Ja, gut. Ja, enger ist immer besser. Preislich geht es bei 700 Euro los, nach oben offen. Die Roben werden bis Größe 42 geschneidert. Auch Kathi Witt sieht Elna als Gewinn für das Modelabel.
wofür sie ja verantwortlich ist, dass einfach viel mehr über die beiden auch gesprochen wird und dass das viel mehr auch in der Öffentlichkeit stattfindet. Sie sind allerdings dadurch auch teurer geworden. Nee, das war ein Witz. Und eigentlich sind die drei ja nur noch als Trio Infernale unterwegs. Abseits des Moderummels wird Elna ebenfalls gebraucht. Auf dem Schloss im Münsterland ist sie mittendrin im Familienalltag. Rituale hält sie für wichtig, damit ihr vierjähriger Sohn Jonathan möglichst geregelt aufwächst. So wird er beispielsweise jeden Tag von Papa aus dem Kindergarten abgeholt. Und wenn sie da ist, kocht Mama. Ah, da sind sie ja. Hallo, mein Schatz. Das ist die Tamara. Hallo. Hallo. Na, wie war's im Kindergarten? Ja, gut. Gut? Ja? Außerdem versucht Elna, ihr Fehlen in der Familie mit Unterstützung aus Amerika abzufedern. Sie hat ein Au-pair-Mädchen engagiert. Sprichst du dann mit Jonathan Englisch? Englisch, ja. Soll er auch mal Englisch lernen? Ja, klar. Er hat es auch schon, jetzt so, also Kinder sind ja sowieso sehr schnell damit. Er spricht, glaube ich, viel besser jetzt schon Englisch als die Deutsch. Elna zu Bentheim will in verschiedenen Welten leben. Als junge Mutter, Erbprinzessin mit familiären Verpflichtungen, aber auch als Geschäftsfrau in Berlin. Prinzessin sein ist für sie eben nur ein Nebenjob.